Der IBA-Shop im ehemaligen Intershop in der Regierungsstraße bleibt auch nach der IBA geöffnet. Momentan gibt es dort eine interessante Ausstellung mit Fotos von Werner Klappe zu sehen. Magdeburg gestern und heute ist das Thema. Gezeigt werden Magdeburger Ansichten aus der Vorkriegszeit im Vergleich zu heute, Buckauer Ansichten um 1990 und heute sowie aktuelle Aufnahmen der Stadt. Der Großteil der Aufnahmen stammt vom Magdeburger Fotografen Werner Klapper. Die alten Aufnahmen stammen aus dem Stadtarchiv. Ja, also das Stadtarchiv war sehr kooperativ. Das Problem ist nur dann dabei, es existiert nicht allzu viel von früher. Und mit den gleichen Sichten war nun so, dass die ganze Innenstadt war ja völlig nieder nach dem Krieg. Und der Wiederaufbau war so, dass die Strukturen der Stadt anders waren. Der Straßenverlauf anders, Straßen weggefallen, andere hinzugekommen, sodass das mit den gleichen Sichten da auch nochmal sehr eingeschränkt war. Aber es ist möglich, wie man sieht, und das ist dann doch schon... Eigentlich spricht das für Magdeburg heute, finde ich. Magdeburg soll früher eine sehr schöne Stadt gewesen sein, vor dem Krieg kenne ich leider nicht. Aber das, was man heute sieht, ist doch auch sehr schön, wenn man das im direkten Vergleich hat dazu, 20 Jahre nach der Wende. Ich bin in Halle geboren und dann irgendwann, ich glaube 57, sind wir nach Magdeburg gezogen. Und seitdem bin ich in Magdeburg, habe ein paar Jahre mal zwischendurch auch in Berlin gelebt beim Studium und danach noch kurz. Aber eigentlich, ich fühle mich als Magdeburger und... betrachte das als meine Heimatstadt. Und die Stadt gefällt Ihnen ja sicherlich auch. Was gefällt Ihnen eigentlich besser, Halle oder Magdeburg? Na, ganz doll Magdeburg, also gar kein Vergleich. Ich bin immer, wenn ich nach Halle komme, ein bisschen, werden die Hallenser gar nicht gerne hören, aber ein bisschen traurig. Also ich finde, Magdeburg ist sehr viel schöner. Das sind Bilder, die erscheinen im Frühling in einem Bildband. Das ist ein Ausschnitt davon, diese Bilder hier, ein Teil davon jedenfalls, ja. Kommt im Frühling auf den Markt. Ich glaube, der Preis steht auch schon fest. 16 Euro, glaube ich, sollte der Bildband kosten. Und da sind dann 50 so eine Bildpaare drin. Also das sind drei Teile eigentlich, die Ausstellung. Das, was wir gerade besprochen haben, ist Vorkriegs-Magdeburg und heute. Dann der mittlere Teil hier, das sind alles Bilder aus dem Jahr 2010. Das heißt also 20 Jahre nach der Wende. Einfach so eine Sichten. Und Buckau... Ich hatte früher mein Geschäft in Buckau und kenne Buckau sehr genau, und Buckau war enorm verfallen. Und also eigentlich kann man es gar nicht mehr begreifen aus heutiger Sicht, dass damals noch Menschen da gewohnt haben. Es ist also wirklich erschreckend, wenn ich das so sehe. Damals ist einem das so bewusst gar nicht geworden. Und in Buckau ist es dann eben dann augenscheinlichsten, das, was dann neu aufgebaut wurde bzw. restauriert wurde. Und eigentlich hat Buckau beste Aussichten. Die Elbe ist da und fehlt nur ein bisschen Industrie, die früher da war. Die ist keine Sicht da, dass da mal was wiederkommt. Das sind also die größten Kontraste, die dann da auftreten. Und zum anderen ist Buckau ja eine ganz wichtige oder ein ganz wichtiger Stadtteil von der Stadtgeschichte von Magdeburg her zu sehen. Ganz früher war es ja mal so ein Dorf von Leinewebern gewesen. Eigentlich hat Buckau das Stadtbild von Magdeburg dann in der Industrialisierung dann mitgeprägt bis zum Krieg. Oder bis nach dem Krieg, das ging ja weiter bis zur Wende. Eigentlich bis zur Wende und dann war Schluss, ja. Naja, ich werde mich mal ein bisschen jetzt mehr künstlerischer Fotografie widmen und mal ein bisschen, sowas mache ich immer noch mit, das ist einfach, liegt mir im Blut, und wenn das Wetter so ist, und es ist ja auch immer schnell gemacht und es verändert sich immer sehr viel in Magdeburg, das Thema wird sicher nicht sterben, aber ansonsten geht es jetzt mehr in erotische Fotografie und Naturfotografie. Dann werden wir Sie sicherlich irgendwann mal wiedersehen. Vielleicht. Die Ausstellung ist noch bis zum 14. Januar im IBA-Shop geöffnet.